einem neuen Video von mir. Ich nehme jetzt hier mal ganz spontan auf. Eigentlich hatte ich gar nicht vor, was aufzunehmen oder ein Video zu machen. Aber dann dachte ich mir, irgendwie lange kein Video mehr gebracht. Ich brauchte einfach mal eine Pause, ein bisschen Zeit für mich. Und jetzt bin ich hier mal wieder am Start. Und zwar melde ich mich hier gerade aus Japan. Erst waren wir in Abu Dhabi. Da hat Dennis ein paar Spiele. Ein sehr erfolgreiches und eins, das war sehr knapp. Habt ihr wahrscheinlich bei Dennis in seinem Video gesehen. Jetzt sind wir halt in Japan, hatten einen ewig langen Trip hinter uns. Ich glaube, wir sind insgesamt, waren wir so 10 Stunden oder so waren es. Die Kinder haben super mitgemacht. Ich war erstmal nicht sicher, ob ich es machen werde. Aber am Ende habe ich zusammen mit den Kindern entschieden. Die wollten nicht so lange weg von Papa sein. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen es und haben dann in Abu Dhabi eine Nacht, bevor es nach Japan ging, noch unseren Flieger gebucht und ja, sind nach Japan geflogen. Hier sind wir jetzt. Jetzt haben wir auch schon Tag 3. Dennis hat immer ein sehr, sehr straffes Programm. Dementsprechend bin ich eigentlich immer alleine mit den Kindern. Also meistens, wir sehen ihn meistens so 1-2 Stunden mal so zwischendurch. Ich zeige euch immer mal ein bisschen, was hier jetzt so abgeht. So, hier haben wir eine Fußgängerzone. I don't really see him on that one. Hier ist einfach ein kleiner Hai in so einem richtig kleinen Becken. Richtig ist das auf jeden Fall nicht. Die Kinder freuen sich natürlich. Achso, die Seesterne sind auch echt tough. Es ist so ein trauriges, trostloses, kleines Becken. Noch ein paar Fische. Die haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen, bewegen sich aber nur sehr, sehr wenig. Ja, ist immer sehr schön anzusehen, aber wie gesagt, richtig ist es. Hier sind wir in den Straßen von, wo sind wir? Okinawa sind wir, weil die WM hier stattfindet. Zumindest die ersten Spiele. Danach geht es weiter auf die Philippinen, wenn man es denn weiter schafft, was wir definitiv werden. Wir sind natürlich optimistisch und ja, jetzt genießen wir erstmal Japan ein bisschen. Denn es ist zum Training und die Kinder waren gelangweilt, also sind wir jetzt rausgegangen. Ja, schauen wir mal, was wir hier so Schönes zu sehen kriegen. Amari, der chillt hier in meiner Umhänge und dann habe ich hier meinen sensationellen Kinderwagen. Der ist von Cybex. Das ist der beste Kinderwagen, ne? Da passen einfach alle Kinder rein. Vorne sitzt die Malia drin. Das ist hier so. Unten drunter ist so viel Platz, dass da einfach Junior reinpasst. Der könnte sich da auch reinlegen. Der chillt da nur gerade, sitzt gerade. Und oben habe ich nochmal einen Aufsatz. Aber Kass sieht auch einen anderen Aufsatz noch. Da packe ich Amari rein. Aber Amari möchte gerade bei mir chillen. Deswegen ist Amari jetzt erstmal bei mir. Und wir spazieren jetzt hier bei 30 Grad. Die Sonne scheint nicht. Deswegen ist es recht erträglich. Gucken wir mal, was wir hier zu sehen kriegen. So was konnte ich bereits feststellen in Japan. Natürlich eine ganz, ganz andere Esskultur. Dann das Lenkrad ist bei den Autos auf der anderen Seite, so wie man das auch aus England kennt. Und die Autos haben auch eine ganz andere Form als bei uns. Falls ihr das sehen könnt, das ist so, ich drehe es mal ganz kurz um. Die sind so super schmal und dann doch hoch. Die fahren hier echt, also 90% siehst du halt wirklich nur solche Autos hier. Ganz lustig. Die sind sehr schmal. Ja, sind die Japaner sehr, 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 sehr freundlich. Sehr, ja, auch gastfreundlich vor allen Dingen. Die haben uns hier empfangen, also es war unfassbar. Jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwie einen Snack oder so kriegen. So, das war auf jeden Fall ein richtiger Fail hier. Wir sind in so ein Arcade gegangen, also da, wo man so Spielautomaten und so spielen kann. So für Kiddies, da wollten die nur Bargeld, ich habe kein Bargeld. So, und dann dachte ich mir, okay, laufen wir ein bisschen weiter und dann hat es angefangen zu regnen. Jetzt waren wir kurz bei Starbucks. Und jetzt verstecken wir uns hier, weil es hier überdacht ist und warten, bis der Regen ein bisschen aufhört. Das habe ich nicht kommen sehen, steht auch nicht in meiner Wetter-App drin. Habe ich eigentlich extra vorher geguckt, weil es hier grau draußen war. Ich bin nicht ganz so weit vom Hotel, also vielleicht 10 Minuten laufen noch. Da sind wir da. Boah, es hat aufgehört zu regnen. Es ist immer noch sehr grau, aber da kommt schon wieder ein bisschen die Sonne durch. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie schön das hier aussieht. Wir setzen jetzt unseren Spaziergang ein bisschen fort. Boah, richtig schön. Alles so bunt und beleuchtet und dann die Palmen dazwischen. Das ist schon echt toll. Und in Dennis seinem Video konntet ihr sehen, hier waren wir gestern essen. Das war genau der Platz, da haben wir unser Fleisch drauf gegrillt. Hier sind so überall diese Läden, wie ihr das sehen könnt. Auch immer so richtig schön süß dekoriert. Und hier kann man dann immer so diese kleinen Gänge reingehen. Ich zeige euch das mal. Und dann sind da so ganz viele kleine Stores und Läden drin. Richtig süß. Wir sind da jetzt einmal kurz durchgelaufen. Das ist nur sehr schmal, sehr eng. Deswegen kann ich das gerade nicht aufnehmen. Die Wege hier sind auch nicht viel weiter, aber hier passe ich wenigstens ein bisschen durch.
Jetzt habe ich hier noch was richtig Cooles gefunden. Das nennt sich Christmas Land. Gibt es nur so Christmas-Deko da drin? Und das dann hier das ganze Jahr über? Sie haben tatsächlich in diesem Laden, der ist sehr, sehr schmal. Ich passe mit meinem großen Kinderwagen jetzt auch nicht durch. Die Gänge sind sehr, sehr schmal. Da gibt es einfach Unmengen an Weihnachtsdeko. Oh, Santa. Ja, we made this, right? Ja, Christmas. Wer ist hier vor Christmas? Ein bisschen durchgelaufen und sind direkt am Wasser gelandet. Guckt euch mal an, wie schön das hier ist. So, Tag Nummer. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie lange ich hier bin. Ich weiß nicht mal, wie spät es ist. Ich weiß, dass heute Freitag ist, aber das weiß ich auch nur zufällig, weil heute Game Day ist. Normalerweise habe ich, also weiß nicht mal, welcher Tag ist. Weil dieser Jetlag, der ist einfach so Wahnsinn, ne? Es ist so Wahnsinn. Die Kinder und ich, wir sind echt, also richtig am Struggeln hier mit dem Jetlag. Aber wir machen das Beste draus hier, ne? Heute, wie gesagt, Game Day, Dennis ist schon los. Und wir machen uns jetzt auch fertig. Amari hat richtig gute Laune. Ja, ich werde mich auch langsam fertig machen. Und dann geht's los zum ersten Spiel. Bin richtig gespannt, wie die Arena aussieht. So, ich bin jetzt fertig. Game ready. Jetzt werden wir abgeholt von dem lieben Mikey, Gott sei Dank. Der hat hier noch was vergessen, musste nochmal zurückfahren. Eigentlich wäre mit dem Taxi gefahren, aber wenn er jetzt sowieso schon mit dem Transfer von den Spielern kommt, sammelt er uns gleich mit ein und so ist natürlich auch einfach. So, wir sind bei der Arena angekommen. Ja, erstmal ist viel los auf jeden Fall. Ich glaube, es ist ganz gut besucht, das Spiel. Hier geht Julia jetzt gleich mal ein paar Körbe werfen. Hier kann man irgendwas gewinnen. Mal gucken. Da will Julia auf jeden Fall mitmachen. Der ist schon ganz aufgeregt. Oh, 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 oh. Er hat es direkt geschafft, die sind beeindruckt, weil alle anderen nicht so gut waren wie er jetzt hier gerade, aber die wissen nicht, dass er jeden Tag trainiert. The head coach of Team Germany is Gordon Herbert. Was läuft? Hey, everybody! Good job. So, das Spiel ist vorbei. Ich wollte gerne zwischendurch ein bisschen aufnehmen, aber bin ich dazu gekommen, die Kinder waren ein bisschen überdreht, sind auf meinem Schoß rumgehüpft, getanzt, gefeiert, mein soll ja auch so sein, aber ich bin nicht dazu gekommen, mein Handy zu gehen. Deswegen melde ich mich jetzt mal ganz kurz nach dem Spiel zu Wort. Wir haben gewonnen. Das war ein ganz klarer Sieg, ein recht lockerer Durchmarsch durch die vier Viertel. Ja, so kann es weitergehen, ne? Jetzt bin ich endlich zu Hause. Also im Hotelzimmer zu Hause wäre natürlich schön. Ja, die Kinder essen gerade alle. Dennis ist auch unten gerade am Essen. Die Basketballer, die haben ja unten immer so ein Buffet nach den Spielen. Und wir sind leider nicht erwünscht. Letztes Jahr bei der EM war es ein bisschen anders, weil es halt eben in Deutschland war. Und ich denke mal, da durfte die deutsche Nationalmannschaft viel mitentscheiden. Aber hier ist es halt, geht's nach den anderen Regeln. Ja, wir müssen immer gucken, wie wir an Essen kommen, weil um diese Uhrzeit, wenn wir dann von den Spielen kommen, gibt es natürlich auf dem Hotel auch nichts mehr zu essen. Meistens bringt dann halt Dennis oder so uns noch was mit aufs Zimmer vom Buffet. Ich muss aber auch sagen, das Buffet lässt echt zu wünschen übrig. Es ist wirklich nicht geil. Dann, ich habe die Kinder schon geduscht, direkt als ich reinkam, als ich es gemacht habe, bei Kinder duschen. Jetzt sind sie gleich fertig mit Essen und dann geht es auch ab ins Bett, weil es ist schon sehr, sehr spät. Dadurch, dass wir einen Jetlag haben, ist das überhaupt kein Problem. Es ist nämlich gleich schon eins und das ist für die Kinder auch okay, weil für die gefühlt gerade, ich meine, was haben wir, ich glaube, minus 8 Stunden. Deswegen, wir haben eh gerade keinen Rhythmus. Wir machen alle, was wir wollen. So, ich bin in einem richtig großen Supermarkt und hier sind so richtig viele Stores in dem Store. Also alle haben auch so ihre eigene Kasse, ihren eigenen Bereich, aber so abgetrennt ist es nicht. Ich zeige euch das mal. So. Das ist zum Beispiel so ein Bereich mit so Poolsachen. Da hinten waren jetzt Groceries, da wo ihr den Bereich da sehen könnt.
hier ist es so eine Art, wie so eine Drogerie, würde ich sagen. Hier kriegst du Klamotten, aber wie gesagt, das sind alles eigene Läden. Jetzt zeige ich euch aber einmal das Süßeste und eigentlich auch Schlimmste hier. Ja, das ist hier so mitten im Laden einfach Tiere. Hier sind so Bücher, Zeitschriften und da kannst du dir einen Hund oder eine Katze kaufen. Ich musste da einmal ein bisschen unauffällig filmen. Darfst du den ganzen Laden darfst du filmen, nur dort nicht. Warum wohl? Die Tiere sind so niedlich, man muss nicht sie alle mitnehmen. Das ist einfach nicht richtig. Einfach kleine Welpen, kleine Kätzchen einfach in so eine Vitrine tun und nee. Halte ich nichts von, aber scheint hier normal zu sein. Ja, jetzt regnet es so richtig. Gehe ich jetzt trotzdem rein, aber regnet es in meine Einkäufe rein. Was habe ich denn da? Es regnet dann in mein Brot und so rein. Ach, weißt du was? Dann ist ja trotzdem warm. Ein neuer Tag. Early Game. Heute ein bisschen früher. Letztes Mal war es um 21 Uhr, diesmal ist das Spiel etwas früher. Und diesmal wird es ein bisschen spannender werden. Und zwar spielen wir gegen Australien. Aber die Kinder zerren mir das Handy aus der Hand. Deswegen kann ich auch nie was aufnehmen. Weil die Kinder mich nicht lassen. Hallo. Ja, wir freuen uns auf ein aufregendes, spannendes Spiel und hoffentlich auch einen Sieg.
couple of teams we know well. That's right. So nice check. I want to come up right down this kid of wall. Und den nächsten Sieg eingefahren. 3 Siege in Folge, so kann es weitergehen. Jetzt nächstes Spiel, direkt im Anschluss, ist hier Japan gegen Australien. Und wir wollten uns das eigentlich ansehen, also jetzt so spontan noch. Ist aber ausverkauft. Komplett ausverkauft. Kein Tickets mehr da. Aus dem Hotel raus geht's hier schon weiter. Wir wollten eigentlich nur ganz kurz einkaufen gehen. Dallas macht das gerne. Das Problem ist nur, dass es hier alle so 10, 15 Minuten fängt es hier an zu regnen. Oh mein Gott. Ich komme hier gar nicht mehr weg, ey. Nach einer etwas längeren Unterbrechung melde ich mich jetzt auch mal wieder. Ich glaube, 2 Spiele habe ich jetzt nicht mitgefilmt. Manchmal mag ich einfach gerne so die Spiele so für mich zu verfolgen. Heute Spiel gegen Slowenien. Und das Spiel ist echt intens. Also wir haben gerade zur Halbzeit haben wir nochmal aufgeholt. Halt sich wieder rein, anfeuern, Daumen drücken und den Sieg mitnehmen. Denn dann treffen wir nämlich erst im Finale auf USA oder wer auch immer es dahin schafft. Und das wäre schon ganz nice, ne? Eine Minute noch auf der Uhr und wir führen ganz deutlich. Das ist ein Sieg für uns. Mega. Wir haben einfach alle Spiele gewonnen. Ey, vorsichtig. Ich kann aber nicht aufnehmen. Die Kinder, die reißen hier ständig an meinen Händen. So, jetzt sind wir im Bus. Oh. Den letzten Sieg hier in Japan noch mitgenommen. Und next up, Philippinen. Freuen wir uns. Morgen früh der Flug. Heute noch ein bisschen was zusammenpacken und dann auf geht's.